Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2. In der letzten Folge hatten wir eine sehr schöne Mission. Also eine tatsächlich sehr schöne Mission. Wir haben nämlich alles ohne Probleme gemeistert. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal so langsam. Was haben wir da? Belohnung Soldat. Ist jetzt nicht so interessant. Die Frage wäre eher, ich werde mal ganz kurz nachschauen. Haben wir noch... Nein, wir haben keine verwundeten Soldaten. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt entweder die Geheimeinrichtung anschauen oder hier die Codexieren-Koordinaten. Ingenieur, Soldat, Kontakt herstellen. Das wollte ich eigentlich noch fertig machen. Dann werde ich mal hier den Kontakt fertig herstellen. Dann vielleicht noch irgendwie die Zeit überbrücken bis zur nächsten Vorratslieferung. Und danach dann tatsächlich eine von den beiden Einrichtungen einnehmen. So, doppelter Nutzen. Ich würde sagen, reicht das überhaupt? Nein, wir brauchen 125 Vorräte für so einen blöden Funkturm. Auch ganz toll. Kontakte sind eh ausgeschöpft. Untätiges Personal, nicht zugewiesener Ingenieur. Wie kommt denn das? Wie kommt denn das, dass da einer nicht zugewiesen ist? Weil wir einfach keinen Platz mehr haben. Ja gut, dann könnten wir hier eigentlich nochmal eine Kommunikationszentrale bauen, wenn wir denn genügend Geld hätten, was wir aber nicht haben. Generell haben wir irgendwie kein Geld, aber okay. Dann würde ich es mal sagen... 7 Tage dauert noch die Vorratslieferung, 7 Tage dauert das hier einen Soldaten zu bekommen, einen neuen. Ich bin mal gespannt, wen wir denn bekommen. Und in der Zwischenzeit überlege ich mir mal, was wir zuerst machen, die Geheimeinrichtung oder die Codexieren-Koordinaten. Ich würde sagen, Seelenraub ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt Lena Meyer komplett... Ich finde das toll, dass ich hier niemanden anwählen kann. Wir haben jetzt Lena Meyer komplett ausgebildet. Das ist tatsächlich so. Wir haben sie komplett ausgebildet. Das ist ganz, ganz toll. Ingenieure ansehen. Nee, ich wollte gerade irgendwas machen. Gegenstände herstellen. Ich weiß gar nicht, was wir groß noch machen könnten. Hier hätte ich eh nicht mehr so sonderlich viel. Und den Spark, den hätte ich halt gerne noch ein bisschen abgegradet, kann ich nicht sagen. Aufleveln kann ich auch nicht sagen. Aber dass wir halt ein bisschen besser das Ganze machen. Könnte natürlich hier Energiewaffen, experimentelle Energiewaffen mal herstellen. Geistanzug, Feldmedizin... Ja, ich würde einfach sagen, wir machen hier eine experimentelle Energiewaffe dann, sobald wir Vorräte haben. Und theoretisch hätten wir hier immer noch 2 Alien-Einrichtungen, nämlich in Westasien und in Westamerika. Allerdings bringt uns beides nicht so sonderlich viel. Gut, jetzt haben wir eben auch noch eine weitere, nämlich in Neu-Australien. Soll mir relativ schnuppe sein. Beutezug. So, eigentlich wollte ich hier keine Mission machen. Aber okay, dann werden wir eben den Einsatz starten. Auf Sektor 9, die westliche USA. Ich wollte eigentlich tatsächlich in dieser Mission, in dieser Folge eine Hauptmission machen. Aber okay, du weg, Tuva Levin, und dafür kommt Birn Odin. Birn Odin muss nämlich fliegen lernen. Aber sonst, glaube ich, hat das gepasst darum. Obwohl, haben wir hier vielleicht noch eine andere Waffe? Nee. Gut. Wir starten den Einsatz. Hoffen aufs Beste. Ihr kennt das ja. Letzte Folge hat es geklappt, die Mission wirklich prima abzuschließen. Die Frage ist bloß, ob wir das noch einmal schaffen. Ich hoffe sehr. Aber das müssen wir dann tatsächlich schauen. Widerstand
Widerstandskräfte haben einen Advent-Konvoi in der Region ausgeschaltet und uns mitgeteilt, dass wir uns holen können, was wir wollen. Das ist die perfekte Gelegenheit, an feindliche Ausrüstung zu kommen. Wir müssen allerdings das Gebiet sichern und alle Feinde vor Ort ausschalten, wenn wir irgendwas von Wert dort rausschaffen wollen. Tja, jetzt gibt's bloß zwei Sachen. Wir dürfen nichts dabei zerstören, nicht aus Versehen und auch nicht mit Absicht. Und wir sollten niemanden verletzt haben. Also nach der Mission sollten wir tatsächlich alle mit... Menace 1-5, der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. So, schön, dass da überall Flammen hochzüngeln. Jetzt müsste ich hier bloß noch irgendwie versuchen... eine gute Startposition zu finden, bloß leider gibt es hier nicht unbedingt eine. Darum ziehe ich einfach mal langsam vor. Bin unterwegs. Da drüben wären zum Beispiel die ersten drei Archons oder Archone. Das heißt, ich könnte da auch nicht einmal reinziehen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Und vor allem der Archon, der ist... Okay. Also wir haben hier nicht so die guten Deckungsmöglichkeiten. Und auch sonst schaut es hier gerade nicht so sonderlich toll aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles klar. Ich werde die versuchen, irgendwie in Deckung zu tun, auch wenn wahrscheinlich von oben dann jemand kommen wird. Verstanden. Kann ich eigentlich an der Hütte mich rechts ran? Nein, kann ich nicht. Es war irgendwie klar, dass das nicht funktioniert. In Ordnung. Und hier an der Stelle hoffe ich, dass da oben tatsächlich keiner mehr ist. Schon unterwegs. Weil sonst hätten wir die Gegner direkt im Rücken und das würde mir nicht so unbedingt gefallen. Hier geht nichts. So, die kommen jetzt direkt auf uns zu. Die haben sich hier schön versammelt. Das ist sehr gut. Nulllanze. Hätten wir hier irgendeine schöne Granate? Theoretisch hätten wir auch den Raketenwerfer, der ein bisschen Schaden macht. Leere Spalt. Bringt auch nicht so viel. Dann werden hier mal alle in Deckung gehen. Außer Burn Odin. Bitte Feuerschutz. Ich habe gesagt außer Burn Odin. Scannergebiet. Ich habe gesagt außer Burn Odin. Also ich zum Beispiel auch. Oder? Nein, ich nicht. Ich und Burn Odin nicht. Ich werde nämlich zuerst mal eine Gasgranate abwerfen. Soll ich das? 5 bis 6 Schaden, 4 bis 7 Schaden. Ach kommt. Eine Gasgranate. Weil das beendet nicht meinen Zug. Wahrscheinlich sind die jetzt immun gegen Gift. Nein. Prima. Ja, auf. Bewegt euch. So, der eine ist in Panik. Bumm, jetzt ist er auf die Schnauze gefallen. Ja, natürlich mit einem Lebenspunkt noch. Das war so klar. So, und du in Panik könntest jetzt eigentlich hier den anderen angreifen. Ich finde das Flugverhalten von denen sehr, sehr schön, muss ich tatsächlich sagen. Der zum Beispiel war auch gerade mit der Schnauze im Boden. Hat da oben jemanden angegriffen. Bloß leider verfehlt. Bloß leider verfehlt. Wie viel Schaden würde ich so machen? Leider nicht genug. Okay, machen wir es so mit den blitzschnellen Händen. Das verbraucht ja eh keine Aktion. Burn Odin würde ich
das gerne behalten. Bloß so sonderlich viel mehr kann ich tatsächlich nicht bewegen. Mal schauen, treffe ich mit 59%? Wenn ja... Okay, das funktioniert. Dann werde ich Burn Odin auf den Wachposten geben. Und mit mir dann Schattenfall. Müsste eigentlich auch funktionieren. Erhält der Schütze Tarnung. Brauchen wir zwar nicht. Aber warum denn nicht? Eigentlich hätte das funktionieren sollen. Oh, er ist eh vergiftet. Ja, gut. So, jetzt kommen die anderen auch noch in Sichtweite. Trifft sich eigentlich auch ganz gut. Ah, Burn Odin, triffst du den? Nein, dafür hast du jetzt den Baum gerodet, den ganzen Wald eigentlich gleich gerodet und nicht nur den Baum. Was zum Kuckuck explodiert hier? Gott sei Dank war da niemand. Warum bist du eigentlich in Deckung? Wo könntest du dich da in Deckung begeben? Keine Ahnung. Entschuldigung. 67 für den Elite-Soldaten. Schauen wir mal, klappt das jetzt? Jo. Wenn Burn Odin zwei Chancen hat, dann trifft es sogar bei der zweiten. Unerbittlich. Hm. 70%, jo. Dann ist nämlich sein Feuerschutz weg, egal ob wir treffen oder nicht. Rüstung hält Stand. Burn Odin könnte dann jetzt hier vorziehen. Das kann ich machen. Eventuell noch ein paar Gegner aufdecken. Advent-Einheiten gesichtet. Sag ich doch. Und wenn jetzt alle noch toll dran stehen... Oder dran stehen würden, besser gesagt. Ja, das zum Beispiel ist ganz nett. Dann könnte ich hier nämlich mit dem Raketenwerfer das hier angreifen. Da müssten sich keine Waren befinden. Ich glaube, das sind bloß diese leuchtenden Dinger. Okay, keine Ahnung, was ich gerade für eine Kettenreaktion in Gang gebracht habe. Achten Sie auf die Vorratskästen. Wenn sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet bergen. Tja, keine Ahnung, was ich hier gerade angestellt habe, aber es schaut ganz nett aus. Ich habe tatsächlich keinen blassen Schimmer, was ich gemacht habe. Aber sonst ist alles gut. Natürlich. Warum ist hier keine Deckungsmöglichkeit? Da ist doch ein Pfost. Da ist doch so ein... Nee, ganz toll. Ganz toll. Ja, dann gehst du mal in Deckung. Wenn es sein muss. Keine Ahnung, wo du dich da verschanzt hast. 71 für den Mech. Oder hier mit dem Schnellfeuer. 56 für den Mech. Ich probiere mal das Schnellfeuer aus beim Mech. Warum nicht? Wenn er einmal trifft. Naja, er hat einmal getroffen. Rüstung wurde getroffen. So sonderlich toll schaut das jetzt nicht mehr aus. Gut, Konfrontation. Ich hoffe, ich treffe. Nein, natürlich nicht. Aber den wenigstens kritisch. Das Einzige, der hier ist mir ein größeres Dorn im Auge als der da drüben. Darum gehe ich hier wieder auf Nummer sicher. Theoretisch hätte ich das auch gleich so machen können. Fällt mir gerade so auf. Dann hätte ich nämlich den Archon auch besiegen können. Aber okay, man kann nicht alles haben, was glänzt. Oder nee, wie war der Spruch? Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
toll. Daneben mit 2 Lebenspunkten. Ziel steht noch. Okay, das tat weh. Das war so klar. Das war so klar. Neutralisiere alle feindlichen Ziele. Die Frage ist, wie machen wir das? Ich würde sagen, mit Lena Weiß. Die ist nämlich auch direkt hier. Hätte eh nachladen müssen, also bewegen wäre eher nicht drin gewesen. Bewegt er sich auch nicht mehr? Eine elegante Position hast du da. Muss ich tatsächlich sagen. Waffe geladen. Sodala. Ich würde sagen, wenn wir eh schon dabei sind, dann werden wir überall nachladen. Damit wir mit einem vollen Magazin weiter voranschreiten können. Nee, zuerst mal nachladen bitte. Auch wenn das bloß ein Schuss ist, den wir verbraucht haben. Aber besser ein Schuss mehr als dann ein Leben weniger. Und ich würde eigentlich gerne noch die Mission schaffen, bevor wir die Folge beenden. Gut, ich laufe einfach da durch. Ist auch gut. So, gibt es hier irgendwo noch Gegner? Gibt es nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Den hole ich mir. Schon unterwegs. So, gibt es hier noch Gegner? Auch nicht. Bitte Feuerschutz. Das ist wirklich etwas komisch, dass da keine Gegner sind. Aber okay, wenn du nicht möchtest, liebes Spiel, dann zwinge ich dich auch nicht dazu. Bloß so eine tolle Deckungsmöglichkeit habe ich immer noch nicht. Darum müssten wir mal schauen, was wir da noch Tolles entdecken. Ich hoffe noch ein paar Gegner. Theoretisch, da müsste noch irgendwo ein Torwächter rumtuckern. Da müsste noch irgendwo ein Dings rumtuckern. So, Birn-Odin. Könntest hier irgendwie vorziehen. Bloß nicht unbedingt so, wie ich es mir wünschen würde. Ich mach mal was anderes. Ich gehe mal hier rauf. Werde dann die Gegner aufdecken, höchstwahrscheinlich. Nicht. Das ist komisch. Das ist tatsächlich komisch. Eigentlich hätte ich die aufdecken sollen. Decke ich sie jetzt auf? Ja. Gut, ein Torwächter, ein Schildträger und... Ja, nicht den angreifen. Diese Rüstung ist stark. Und was war das? Das war ein ganz normaler Soldat, glaube ich. Okay. 30% für den Torwächter. Das bringt mir auch nicht so sonderlich viel. Von hier aus kann ich nicht angreifen. Birn-Odin könnte allerdings vorziehen. Allerdings reicht die Reichweite leider nicht so sonderlich weit. Kein Problem, Boss. Also ich meine für einen Schwerthieb. Kann ich dich mit einem Axtwurf besiegen, wäre die Frage. Nein. Kann dich leider nicht mit einem Axtwurf besiegen. Aber dafür den Schildträger mit 62%. So, du bist jetzt wieder unerbittlich. Habt ihr das gesehen? Ja, habe ich. Und dann haben wir schon mal einen weg. Ich finde das toll, dass da Kisten sind, obwohl die eigentlich nicht da sind. Das kann ich machen. So. Jetzt müsste ich mir mal überlegen, wie ich das hier am besten mache. Eine Gasgranate bringt nicht viel. Eine Frostbombe könnte ich eigentlich hier vorerst für den Torwächter anwenden. Könnte auch die Ruptur machen.
Nee, machen wir das zuerst mal so. Dich friere ich ein. Nimm das! Ich hoffe, das klappt überhaupt. Und... gut, der ist gefroren. Das ist prima. Und eigentlich ist jetzt die Folge aus. Was mir nicht unbedingt gefällt. Ruptur hat auch bloß 51% Trefferwahrscheinlichkeit. Den Elite-Soldaten könnte ich mit einem Sprengzünder vernichten. Seelenfeuer. Ja, ich könnte natürlich hier auch die Nulllanze verwenden. Die Frage ist bloß, kann ich hier irgendwie beide treffen? Eher nicht. Ich habe dich nämlich schon bewegt. So, wie gesagt, eigentlich ist die Folge vorbei. Darum werde ich noch ganz kurz das hier ausprobieren, ob das irgendwie klappt. 51% ist jetzt auch nicht so viel. Aber ich versuche es mal. So. Panzerung getroffen. Hat nicht so sonderlich viel genutzt. Schon unterwegs. Aber hier könnte ich das Gefechtsprotokoll anwenden für nochmal mehr Schaden. Weil das Gefechtsprotokoll ignoriert ja die Rüstung komplett. Und jetzt könnte es fast hinhauen mit dem Seelenfeuer. Nein, haut nicht hin. Der Geist ist stark. Im Notfall sehen wir dann nächste Folge, wie das Ganze ausgeht. Wir werden dann eh die nächste Folge warten auf die nächste Folge und schauen, wie das ausgeht. Weil die Folge ist jetzt an dieser Stelle aus. Darum würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kruzi.